Mahlzeit, Hexen und Zauberer. Wir spielen Hogwarts Legacy. Die heutige Ausgabe wird etwas rätsellastig. Wir spielen die Quest im Schatten des Studierzimmers aus der Sebastian Quest Reihe. Das heißt, wir wollen der Vergangenheit vom Slytherin Hausgründer Salazar Slytherin auf den Grund gehen. Und wir lernen zum Schluss den Crucio-Fluch. Gehen wir direkt rein. Du bist hier. Klasse. Ich habe deine Eule bekommen. Was ist mit Ominous? Ich sagte ihm, dass wir die dunklen Künste nicht für immer meiden können. Je mehr wir über Salazar Slytherin und die dunklen Künste wissen, desto besser sind wir vorbereitet. Leider weiß nur ein Gaunt, wo sich der Eingang zum Skriptorium befindet. Und Ominous sagt es mir nicht. Vielleicht sollte ich mit Ominous reden. Du? Ein Versuch wäre es wert. Aber mach dir keine Hoffnung. Ominous ist extrem stur. Ist ja nichts Neues. Ich weiß, wo er ist. Ich bring dich zu ihm und lass euch allein. Komm mit. Hier entlang. Ah, super. Wieder den NPCs folgen. Und wahrscheinlich ist es wieder gottlos langsam. Ja, Maike, ich habe auch schon von dem Arachnophobia-Modus gehört. Halte die Augen auf. Man weiß nie, wer einen beobachtet. Auch wenn uns das nie aufgehalten hat. Doch, eigentlich schon. Wir wurden geschnappt. Verdammter Poltergeist! Ach, diese Nervensäge! Ich habe jetzt persönlich nichts gegen Spinnen, aber ich verstehe das natürlich total. Deswegen, wenn ich das streame und wir an so eine Stelle kommen, dann habe ich auch kein Problem, davor eine kleine Triggerwarnung auszugeben oder vielleicht sogar den Modus anzumachen. Der ist ja ganz witzig. Dass dann die Spinnen, glaube ich, sowas wie Rollschuhe an ihre Füße bekommen. Da ist er. Viel Glück. Was machst du hier? Hallo, Ominous. Hast du kurz Zeit? Was gibt's? Was haben du und Sebastian jetzt wieder vor? Bitte, Ominous. Ich habe dir doch anvertraut, was mit der Krypta passiert ist. Sebastian wollte nur, dass ich an einem sicheren Ort Zauber üben kann, um zu den anderen Fünftklässlern aufzuschließen. Er dachte, er stört dich nicht. Das ergibt wohl Sinn. Es ist nur so, dass Sebastian mir in letzter Zeit ständig mit irgendwas auf die Nerven geht. Sag nicht, er redet immer noch von... Was war das? Einem Skriptorium? Er hat dir davon erzählt? Ja. Wir sprachen über die Gründer von Hogwarts, da hat er es erwähnt. Mehr wollte er aber nicht sagen. Ja, er glaubt, dass es die Antwort auf Annes Rettung enthält. Nur wahrscheinlich steckt es voller schwarzer Magie, die man besser nicht anrührt. Warte mal, du warst noch nie dort drin? Natürlich nicht. Das weiß ich nur dank meiner Lieblingstante Noctua. Sie dachte wie ich. Widersprach der Familie, was schwarze Magie angeht. Tatsächlich wollte sie meine Familie davon überzeugen, dass es Salazar Slytherin um mehr als die Verehrung von Reinblütigkeit ging. Sie hörte vom Skriptorium und dachte, es könnte etwas Licht über ihn ins Dunkel bringen. Sie fand sogar den geheimen Eingang, genau in diesem Korridor. Sie schrieb meinem Vater regelmäßig über ihre Bemühungen. Irgendwann verschwand sie einfach. Niemand sonst hat je versucht, hineinzukommen. Das mit deiner Tante tut mir leid. Willst du nicht herausfinden, was ihr passiert ist? Tante Noctua hatte gute Absichten und verlor dabei ihr Leben. Ich will nicht, dass sowas nochmal passiert. Du weißt nicht, ob sich die Geschichte wiederholt. Außerdem meintest du, deine Tante dachte wie du. Das könnte ihr Andenken ehren. Deine Fragen zu Slytherin und Sebastians Fragen zu Anne beantworten. Deine Tante hat das allein durchgezogen. Wir könnten es gemeinsam tun. Gut, ich sehe schon. Und ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Gut, ich erzähle, was ich weiß. Hol Sebastian. Ich warte hier. Ich hoffe, wir bereuen das nicht. Sebastian! Hier drüben! Diese Feuerstellen öffnen das Skriptorium. Jetzt verrätst du es? Ich habe dich angefleht und du hast nichts gesagt. Ah, der ist du ja. Du warst nicht der, der mir gesagt hat, was ich hörte schon. Das Öffnen des Eingangs hat etwas mit der Zahl 3 zu tun. Na, 3 Köpfe sind besser als einer. Nein, 2 Köpfe sind besser als einer. Und nach der Logik sind 3 besser als 2. Das ist bloß Mathe, Ominous.
Was ist denn jetzt zu tun? Übrigens, hallo Caro, schön, dass du da bist. Ich habe übrigens das Pokémon Community Game installiert. Ich weiß noch nicht so richtig, wie es funktioniert. Wenn du Bock hast, kannst du dich ja da ein bisschen schlau machen. Ansonsten gucke ich später mal nach. Versuch's mit Revelio. Revelio. Denk dran, wir brauchen 3 Feuerstellen. Da hat ja jemand zugehört. Das mache ich. Gelegentlich. Okay, ich soll die Tür öffnen, aber ich verstehe noch gar nicht so richtig. Er hat ja gesagt, ich soll es mit Revelio probieren, aber hier passiert doch auch gar nichts. Ach, muss ich vielleicht... Confringo! Protego! Nee. Confringo! Ich stelle ihn von selbst aus. Ob das ein Hinweis ist? Ach, muss ich die richtige reinholen? Nee, haben wir noch mit? Da haben wir noch welche. Okay, probieren wir es nochmal. Also wir haben 3. Confringo! Hier passiert irgendwas. Ich hoffe, wir sind bereit dafür. Dunkle, unheilvolle Gänge. Die liebe ich ja. Kein Kommentar. Ach komm schon, der war gut. Ha, weil er blind ist, ich verstehe. Eine verschlossene Tür. Wir sollten uns umsehen. Confringo! So, kann ich das vielleicht mit Reparo? Wo ist das denn? Das habe ich auch schon ewig nicht benutzt. Das ist doch das hier, oder? Reparo! Nee. Aber das gibt mir doch... Das ist doch wie... Ja, jetzt geht's doch. Der Schutt formt ein Relief mit einem Menschen und einer Schlange. Dann höre ich wohl ihre Stimme. Oh, eine Notiz. Ich muss meinen Standpunkt belegen. Wir müssen die dunklen Künste nicht so verwenden, wie es meine Familie lehrt. Sobald ich das Kryptorium erreicht habe, werde ich Beweise dafür finden, dass Salazar Slytherin vielschichtiger war, als wir es uns vorstellen können. Ich habe meinem Bruder geschrieben. Er weiß jetzt, wie ich in den Korridoreingang gelangt bin und dass es keinen direkten Weg in das Skriptorium gibt. Es ist ein Irrgarten voller gefährlicher Herausforderungen, die überwinden werden müssen. Ich hoffe, mein Bruder schließt sich mir an, sodass wir das Vermächtnis unserer Ahnen gemeinsam studieren können. Gezeichnet Noctua Gaunt. Okay, das ist also die Tante von... Ein Tagebucheintrag. Von Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous, deine Familie war hier. Ich weiß, sie war meine Tante. Du wusstest es und hast nichts gesagt? Ominous, hier steht etwas von großen Herausforderungen. Deshalb sagte ich, es könnte gefährlich sein. Tante Noctua hatte Kontakt zu meinem Vater, bis sie verschwand. Genau, das meinte ich. Die Stimme ist uralt. Unheimlich. Es ist die Tante von Ominous Bar. Du hörst eine Stimme?
Es fing an, als du das Relief repariert hast. Ein Flüstern, das sagte, sprich mit mir. Ich bin ein Parselmund. Das heißt, ich kann mit Schlangen reden. Nahezu jeder bekannte Parselmund stammt von Salazar Slytherin ab. Ich würde auch gerne mit Schlangen reden können. Diesen Wunsch solltest du überdenken. Die Parselsprache wird oft mit schwarzen Magiern assoziiert. Ich habe sie ewig nicht gesprochen, aber ich denke, wenn ich es tue, wird sich die Tür öffnen. Ich hoffe, du überdenkst das noch einmal. Glaub mir, das tue ich die ganze Zeit. Doch ich bin überzeugt davon, dass wir weitermachen sollten. Als ich von zu Hause wegging, schwor ich, die dunklen Künste hinter mir zu lassen. Doch hier bin ich nun. Vorsicht! Ich kann nicht glauben, dass ich das tue. Es hat geklappt. Ominous, das ist wirklich eine herausragende Fähigkeit. Neben euch beiden fühle ich mich ja richtig unscheinbar. Neben uns beiden? Ich... vergiss es. Es gibt keinen eindeutigen Weg. Wie in einem Labyrinth. Okay, ich werde mir mal... Salazar Slytherin wollte bestimmt, dass es schwer lösbar ist. Das war ja gar nicht richtig. Wir brauchen das hier. Lumos! Die Tür, aus der wir kamen, ist zu. Und vor uns liegt mehr als ein Tor. Untersuche jedes Tor genau auf Hinweise. Ah, das sieht ja sehr rätsellastig aus. Da auch habe ich wieder Bock. Salazar Slytherin hat sein Kryptorium tief im Inneren von Hogwarts verborgen. Ich fürchte, auf diesen dunklen Korridoren die Orientierung zu verlieren. Ich bin seine Nachfahrin und fühle mich doch wie ein Fremdkörper. Die Kohlebecken im Korridor zu entzünden hilft wenigstens ein wenig. Ich darf die Ordnung nicht aufgeben, Herausforderungen für Herausforderungen werde ich es hier hindurch schaffen. Noctor Gaunt. Dieser Tagebucheintrag spricht von Verirren und sich unwillkommen fühlen. Arme Tante Noctur. Das verlangt Konzentration. Das hat Tante Noctur auch gesagt. Vielleicht braucht es Übung. Ich sehe nichts. Vielleicht vorher die. Ich kann das noch nicht. Das klang nicht gut. Salazar Slytherin hat es uns nicht leicht gemacht. Okay, mal schauen. Es hieß ja, wir sollen die Kohlebecken entzünden. Wo sind denn hier Kohlebecken? Confringo! Hier nur eins? Lumos. Vielleicht passen die Symbole eines anderen Tors zu der Scheibe. Ja, hier gibt es irgendwie anscheinend nur eins. Und dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Licht. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was müssen wir denn hier tun? Okay, da sind Symbole drauf. Also offenbar müssen wir erst irgendwie die Symbole entdecken. Das verbessert unsere Lage nicht. Was? Die richtige Reihenfolge oder so. Wir sind in einem Labyrinth Lumos. Von Salazar Slytherin. Gut, dann noch ein Tor. Schau ja weiter. Slytherin trägt wohl keine Spielchen. Muss in der Familie liegen. Du musst gerade reden, Sebastian. Oh Mann, ich weiß nicht, was wir stehen hier vielleicht irgendwo mit diesem Boden.
kann das leider auch nicht abbrechen. Wir müssen warten, bis das Minigame vorbei ist. Und dann müssen wir erstmal schauen. Alle Tore haben Symbole. Und auf dieser Scheibe sind auch welche. Lumos. Wo wir Symbole brauchen. Warte mal, das wird es doch sein, oder? Das Augensymbol und das Unendlichkeitssymbol. Kriegen wir das hin? Nee. Wir haben das Augensymbol und unten brauchen wir das. Oh, das war aber allerhöchste Eisenbahn. Mit den richtigen Symbolen geht es auf. Das hatte ich auch gerade vor. Lumos. Aber du warst schneller. Gute Arbeit. Okay, wollen wir jetzt schon mal weitergehen oder wollen wir erstmal uns andere da ansehen? Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. Gehen wir erstmal weiter. Okay, wobei hier kommen wir nicht mehr zurück. Das heißt, ich will trotzdem sagen, wir schauen uns erstmal das andere Tor da an. Jetzt müssen wir, was wir machen müssen. Das war, glaube ich, das war hier. Achso, aber die Tür dazu, die ist da drüben. Wir müssen uns erstmal anschauen, was da für Symbole drauf sind. Let me Google that for you. Okay. Schriftzeichen einer mir unbekannten Sprache, die ich nicht zu beschreiben vermag, aber ich hoffe, ich kriege das hin. Das klang vielversprechend. Noch ein Rad gelöst. Beeindruckend. Gut gemacht. Lumos. So, das hat ja zum Glück sehr gut geklappt. Es ist ganz außergewöhnlich. Diese Reise ist sehr schmerzlich, aber es lohnt sich. Bald werde ich das Skriptorium finden und nie geahnte Geheimnisse über unsere Hausgründer entdecken. Salazar Slytherin hatte für uns größere Pläne als das, was aus uns geworden ist. Ich bin mir sicher. Gezeichnet Noctua Gaunt. Noctua erwähnt schmerzhafte Herausforderungen, aber auch Belohnungen. Schmerzhaft. Der Teil gefällt mir nicht. Ich habe nur Belohnungen gehört. Los, weiter. Okay, ist egal, denn das, was wir ausgerüstet haben, ist besser. Es gibt noch mehr Rätsel. Durchsucht jeden Gang. Seht genau nach, welcher wohin führt. Okay, oben ein Fisch, unten... Was ist das? Ist das ein M? Ja, wir merken uns mal Fisch und M. Aber wo ist denn hier? Ich habe hier gar keinen... Dingsi-Bumsi gesehen. Oh, das ist aber echt ein Labyrinth hier. So, hier waren wir vorhin schon mal. Ich glaube aber, hier kommen wir nicht wieder hoch. Noch eins? Nicht gerade gastfreundlich, was? Wäre natürlich sinnvoll. Jede Scheibe ist kniffliger als die letzte, aber wir haben es so weit geschafft. Gib nicht auf. Voll das Licht anzumachen. Konfrinko! Okay, hier brauchen die Kaulquappen.
Nice. Das riecht gute Arbeit. Aufreibend. Lumos, dem Skriptorium einen Schritt näher. Oh, hier haben wir noch eine Notiz, die haben wir vorhin übersehen. Ich bin an dem Rad gescheitert und das hat mich es hat nach meinem Gesicht geschnappt, als wäre es eine echte Schlange. Aber um meiner Familie willen muss ich dennoch einen Weg finden. Wir dürfen nicht länger von Kindern verlangen, sich diesen alten Traditionen unterzuordnen. Ich bin mir sicher, dass es im Skriptorium Beweise dafür gibt, dass unser Vermächtnis größer ist, als wir wissen. Gezeichnet Noctur Gaunt. Ominous, deine Tante wollte eure Familientraditionen ändern. Ja, genau. Deshalb Lumos. Hatte ich sie von allen am liebsten. Das heißt, theoretisch müsste doch jetzt dort drüben sich die Tür geöffnet haben, hoffe ich. Und jetzt, wann ist ich ja? Habe da vorne was gesehen. Sieht unheimlich aus. Dieser Ort ist beunruhigend. Aber meiner Tante zuliebe müssen wir weitermachen. Jo, hier ist die Tür jetzt aufgegangen, sehr gut. Okay. Das Tor! Wir sind wohl eingesperrt. Mal wieder. Oh, dann ist Salazar Slytherin noch nicht fertig mit uns. Oha. Ich habe alle Hoffnung verloren. Ich bin eingeschlossen. Ein Schrei und der Anblick gemarterter Gesichter haben mir das Blut in den Venen gefrieren lassen. Nur ein unverzeihlicher Fluch würde es mir erlauben, voranzukommen. Selbst wenn ich ihn wirken wollen würde, hätte ich kein geeignetes Opfer bei mir. Salazar Slytherin hat eine wahrhaft teuflische Prüfung erdacht. In meiner letzten Nachricht an meinen Bruder habe ich ihn hierhin eingeladen. Sucht er jetzt alleine nach mir, führt ihn das nur ebenfalls in den Tod. Trotz unserer Streitigkeiten will ich nicht, dass ihm etwas zustößt. Ich wünschte, wir wären nicht im Streit auseinandergegangen. Gezeichnet Noctur Gaunt. Ominous. Ein Skelett. Und Nocturas letzter Eintrag. Sie erwähnt, dass sie hier gefangen war. Gefangen von einem unverzeihlichen Fluch. Hier ist sie gestorben. Und hier werden wir auch sterben. Ich hätte nicht auf euch hören sollen. Ominous, das mit deiner Tante tut mir sehr leid. Aber ich weiß, was zu tun ist. Das wird gar nicht einfach. Wahrscheinlich lernen wir jetzt Crucio, oder? Das ist doch einer der unverzeihlichen Zauber. Du meintest, du weißt, was zu tun ist. Gequälte Gesichter auf der Tür und in den Stein ist Crucio eingraviert. Ich vermute, die Tür öffnet sich, wenn wir den Cruciatus-Fluch wirken. Deshalb ist Noctua gestorben. Sie konnte den Fluch auf niemanden wirken. Ominous hat die meiste Erfahrung damit. Er sollte es tun. Du scheinst in Ominous Gunst zu stehen. Kannst du ihn fragen? Du kennst ihn besser als ich. Also gut. Wünsch mir Glück. Hätten wir doch nur flüssiges Glück. Ominous, ich weiß, das ist das Letzte, was du tun willst. Ja, ich dachte, du kennst mich besser. Aber das ist anders. Die Person, auf die du ihn anwendest, stimmt ja vorher zu. Sie ist also kein unschuldiges Opfer. Wir müssen die Tür öffnen. Der Fluch muss ernst gemeint sein. Wie alle Unverzeihlichen. Wenn es der einzige Weg ist, muss jemand von euch es tun. Was machen wir jetzt? Ominous will den Cruciatus-Fluch nicht nochmal wirken. Lächerlich! Als wäre hier zu verenden besser, als diesen elenden Zauber zu wirken. Jetzt kommt es auf uns an. Ich kann dir Crucio beibringen oder es gegen dich wirken. Warte, du hast nicht erwähnt, dass du auch Crucio beherrschst. Weil ich mir nicht ganz sicher bin. Ominous kennt ihn am besten, aber er lässt uns keine Wahl. Ich will nicht wie Noctur Gaunt enden. Ich glaube, ich schaffe es, wenn es sein muss. Okay, wollen wir das
Kruzi auf uns gewirkt wird oder wollen wir ihn selber lernen? Das ist jetzt natürlich so eine Grundsatzentscheidung, ob wir verbotene Flüche anwenden wollen. Ich will den Fluch lernen. Am besten wirke ich ihn auf dich. Na gut, wenn du das möchtest, um den Zauber zu wirken, hebe deinen Zauberstab und sage laut und deutlich, Crucio, halte so lange durch, wie du kannst. Okay, altbekanntes Spiel. Da bin ich ja gespannt. Bereit? Bereit. Crucio! Digga, richtig Special Effects. Alles in Ordnung? Der Schmerz. Ich hätte alles getan, damit er aufhört. Aber ich werde es überleben. Gehen wir weiter. Wir haben es geschafft. Das ist Salazar Slytherins Skriptorium. Wir sind hier. Unfassbar. Sebastian, Ominous, hier drüben ist ein Buch. Hast du was gefunden? Geht nur vor. Sag mir, was drin ist. Ich laufe ein wenig herum. Darf ich mal sehen? Okay, dann schauen wir uns doch mal ein bisschen Lumos. Um. Revelio. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich fürchte, wir werden nie zu einer Einigung kommen. Ich kann nicht einen einzigen von ihnen dazu bringen, auf die Vernunft zu hören. Ich hatte zu hoffen gewagt, dass Godrics Gedanken im Einklang mit meinen eigenen stehen. Dass er versteht, warum das Kaliber des Schülers außergewöhnlich sein muss, aber er ist der lächerlichen Vorstellung verfallen, dass Muggelstämmige irgendwie genauso fähig sind wie Reinblütige. Er war wütend, als ich meinen Unmut über seinen Gedanken zu diesem Thema äußerte. Gedanken, die er noch nicht angesprochen hatte. Ich bin die Zwietracht leid und kann die Korridore voller unfähiger Kinder, die sich als Hexen und Zauberer ausgeben, nicht länger mit ansehen. Schweren Herzens weiß ich nun, dass ich von hier fortgehen muss. Ich werde diese Kreatur in ihrer Kammer an Tiefschlaf versetzen, bis sie von Leon erweckt werden kann, der meine Ansichten teilt. Ein Nachkomme, der bereit ist, den Schaden rückgängig zu machen, den die anderen so leichtsinnig angerichtet haben. Jemand, der die Schule von jenen befreien wird, die Hogwarts nicht würdig sind und die nur dazu dienen würden, mein Erbe zu beflecken. Okay, krass. Ist der Brief, ist die Notiz von Salazar? Slytherin? Was meinst du? Sieht aus wie eine Art Zauberbuch. Das ist unglaublich. Das Eigentum eines Gründers von Hogwarts. Was für eine Ehre.
Unglaublich, dass Ominous nie von seiner Tante und ihrer Entdeckung sprach. Was wirst du mit Slytherins Zauberbuch tun? Was ich mit jedem Buch tue? Es lesen. Mit Lehrern als Eltern gewöhnt man sich das schon früh an. Aber das kann ich noch später. Erst sollten wir diesen Raum erkunden. Atemberaubend. Ich habe ein ungutes Gefühl bei diesem Ort. Wir sollten hier nicht bleiben. Ich will nicht gehen, aber ich stehe in eurer Schuld. Ohne euch beide hätten wir es nie so weit geschafft. Wir hatten Glück. Wir hätten sterben können. Wir dürfen so etwas nie wieder tun. Lumos. Ich weiß gar nicht so genau. Müssen wir denn hin? Ich sehe einen Ausgang. Die beste Neuigkeit des Tages. Okay, ich gehe mal lieber wieder zurück. Ominous, deine Tante... Sebastian, bitte. Ich habe das vorhin ernst gemeint. Wir schwören uns jetzt, dass wir schwarze Magie und alles, was damit zu tun hat, nie wieder anrühren. Verstanden. Das mit deiner Tante tut mir wirklich leid, Ominous. Ich schätze, nach allem bin ich dankbar zu wissen, was mit ihr geschah. Danke. Danke.